Zahnarzthelferin Elena Jeschek aus Berlin ist seit 3 Jahren glücklich mit Lars verheiratet. In ihrer 7-jährigen Beziehung hat der Koch sie schon einmal betrogen, schwor ihr dann aber mit dem Heiratsantrag ewige Treue. Doch als sie heute ausnahmsweise früher von der Arbeit nach Hause kommt, erwartet sie eine unschöne Überraschung. Komm, pack deine Sachen. Raus! Komm, Schlampe, verpiss dich! Hey, raus mit euch! Mann, bleib doch mal. Sieh zu! Raus! Ey, ganz echt, das tut Zack mir leid. Zackig, Schlampe kriegt deinen Arsch hoch. Ey, wie kannst du das nur wagen? Das war bloß einmal, es tut mir leid. Das hast du mir schon mal versprochen. Ich lass mich scheiden. Hier. Mann, Schatz, warte doch. Raus! Raus! Ich will kein Wort mehr mit dir reden. Weg! Mann, Schatz. Aus, sieh zu, wie du klarkommst. Bereits 3 Tage später hat Elena einen Termin mit Rechtsanwalt Floristan Gödings. Nach dem 2. Treuebruch hat sie kein Vertrauen mehr zu ihrem Ehemann und will so schnell wie möglich eine klare Trennung erwirken. Um es mal auf den Punkt zu bringen, Sie wollen sich jetzt hier scheiden lassen? Ja, er hat mich betrogen. Und er hat mir geschworen, dass es nie wieder vorkommt. Und ich, blöde Kuh, bin drauf reingefallen. Ich will mich scheiden lassen. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das finanziell gestemmt kriegen soll und weiß nicht mal, wie ich sie bezahlen soll. Ich denke, da werden wir schon eine Lösung finden. Ja, und zur Not gibt es ja auch noch die Möglichkeit, über die Prozesskostenhilfe zu gehen. Und Sie sparen sich ja auch einen Anwalt, weil Sie es ja mit einem Anwalt gemeinsam versuchen wollen. Das heißt, es geht natürlich nur dann, wenn sich Ihr Mann natürlich auch einvernehmlich im Scheidungsprozess eingliedern lässt. Ja. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Ganz kleinen Augenblick, bitte. Ja. Ja, das ist doch hervorragend. Dann schicken Sie doch am besten gleich rein. Das ist Ihr Mann. Der dürfte dann gleich kommen. Und dann werden wir dann mal zusammen darüber sprechen. Ich denke, das ist dann auch ganz gut, wenn er dann dabei ist. Hey, Eschke, hallo. Hallo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Komm kurz rein. Sie nehmen doch einfach gleich Platz. Hallo. So. Was soll das jetzt hier? Ist das dein Ernst? Du willst dich jetzt wirklich scheiden lassen, oder was? Ja, ich lass mich scheiden. Mein Liebling, ganz... Hör doch mal zu, das habe ich dir doch erklärt. Die hat mir da schöne Augen gemacht. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Das tut mir doch leid. Ich hab's dir gesagt. Hör auf. Die ganze Geschichte hatten wir schon mal. Mann, wir lieben uns doch. Du kannst uns jetzt nicht einfach aufgeben, ganz ehrlich. Und das war's dann gewesen, oder wie? Also, Jeschek, Ihre Frau hat eigentlich ein ganz klares Bild gezeichnet, ja? Sie will sich scheiden lassen. Und Sie sehen ja auch, wie ernst es Ihrer Frau damit ist. Und den Ernst der Situation begreifen Sie auch dann, wenn Sie sich realisieren, dass Sie ja momentan gar nicht in der gemeinsamen Wohnung wohnen. Wo wohnen Sie denn eigentlich gerade? Ja, zurzeit wohne ich noch beim Kumpel. Ja, aber natürlich möchte ich auch gerne wieder zurück. Ja, ich sag's nämlich gerade deswegen, weil Ihre Frau möchte eigentlich, dass Sie komplett ausziehen. Und zwar sofort. Ja, am besten nehme ich mir ein Kissen mit und unter der Brücke schlafen dann? Oder wie stellst du es dir vor? Und diese Wohnung, ganz ehrlich, wenn ich weg bin, dann die kannst du sowieso gar nicht alleine halten. Das geht gar nicht. Ich würde wirklich vorschlagen, Herr Jeschek, im Sinne einer einvernehmlichen Lösung, dass Sie wenigstens interim ausziehen und Sie sich, Frau Jeschek, vielleicht eine neue Mitbewohnerin suchen für die Zeit. Ja, ich suche mir einen Mitbewohner. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man in dieser Situation, wenn die Streitigkeiten so nach oben kommen, die Emotionen so nach oben kommen, wenn man da mal kurz wenigstens getrennte Wege geht und dann eine einvernehmliche Lösung herstellt, das kann schon weiterhelfen. Und Sie haben auch noch etwas Geld durch die Untermiete. Es ist schon schlimm genug, dass meine Beziehung zerbrochen ist. Ich will nicht auch noch mein Zuhause verlieren. Und da gebe ich dem Anwalt vollkommen recht. Ich nehme mir einfach einen Mitbewohner, dann bin ich auch nicht mehr alleine. Und dann muss ich einfach nur noch zusehen, dass ich ein Vernünftiges finde. 2 Wochen später hat die Zahnarzthelferin Besichtigungstermine anberaumt. Sie hat den Rat ihres Anwalts befolgt und will das Arbeitszimmer ihres Mannes vermieten. Nach einer Internetannonce strömen den ganzen Tag Interessenten in ihre Wohnung. Doch ein geeigneter Untermieter scheint nicht dabei zu sein. Wie verdienst du dann das Geld für die Miete? Ich schnau dir innerhalb von einem Tag halt die Miete drinnen mit dem Schnorren. Mhm. Also Zimmer krieg er jetzt, oder? Kann ich ja schon mal meinen Kram holen. Oh, das geht schon den ganzen Tag so. Also sich alle Bekloppten Berlins versammeln, um bei mir aufzukreuzen. Ich werde langsam echt wahnsinnig. Nachher muss ich Lars hier doch wieder mit einziehen lassen. Hi. Hi, ich bin... Wow. Ich bin die Ina. Ich bin doch richtig hier wegen der Wohnung, oder? Ja, klar, komm rein. Herzlich willkommen. Okay. Ich führe dich eben rum. Soll ich meine Schuhe anlassen oder ausziehen? Lass sie an. Okay.
Ja. Wow. Am besten fangen wir mit dem Wohnzimmer an. Zimmer zeige ich dir gleich. Die ist ja riesengroß, die Wohnung. Du hast bestimmt schon jemanden gefunden, oder? Nein. Nein? Oh, wie toll. Ja. Hallo. Wohnzimmer. Ich find's traumhaft. Ich find's wirklich toll. Ja. Auch der Boden, der ist einfach der Hammer. Wirklich? Ich find's wirklich einfach wunderschön. Wow, Ina ist meine Rettung. So wie normales habe ich mir gewünscht. Also im Grunde kannst du sofort einziehen, wenn du willst. Nein! Oh mein Gott, wirklich? Ich kann, und du willst es dir wirklich nicht noch mal überlegen oder so? Nein. Ich kann es gar nicht fassen. Einen Tag später lässt Elena ihren Ehemann die letzten Sachen aus dem vermieteten Zimmer räumen. Jeden Moment erwartet die 31-Jährige ihre neue Mitbewohnerin Ina Liebig und ist schon ganz genervt, weil Lars einfach nicht fertig wird. Hast du deine Sachen immer noch nicht zusammengeräumt? Nee, habe ich nicht. Ganz ehrlich, wie soll ich das alles schaffen? Das Einkleidezimmer muss frei sein, wenn Ina gleich kommt. Ja, frei. Hast du gesehen, wie viel es ist? Wie soll ich das in einer Fuge schaffen? Ganz ehrlich. Und dann kann ich dir den Rest halt eben in den Keller stellen. Mach mal einen Keller schön, damit es muffig riecht oder was. Ja, ist doch nicht mein Problem. Ja, ist nie alles dein Problem, wa? Mal lieber zur Tür. Hi! Komm rein! Stell den Koffer einfach vorne in die Ecke. Das sieht doch alles so toll eingerichtet aus. Ich freue mich so sehr, Elena, dass du mich genommen hast, wirklich. Ich bin so happy. Darf ich dich noch mal drücken? Ich freue mich so sehr. Soll ich dir gleich dein Zimmer zeigen? Ja, bitte. Mit Vorstellen ist nicht, oder? Das ist Ina und das ist Lars, mein zukünftiger Ex-Mann. Immer noch Mann. Ah ja. Ne? Bitte. Danke. Die meisten Sachen habe ich schon rausgeräumt. Oh, ich freue mich total. Hast du das gemalt? Ja. Echt? Mhm. Na gut, hätte ich mir auch denken können. Oh, das ist genauso schön wie du. Wirklich sieht man sofort, das ist absolut dein Stil, Elena. Kann ich das vielleicht behalten für mein Zimmer? Ist dein Zimmer, dann kannst du das Bild auch gerne behalten. Oh, wie cool, ich freue mich voll. Hier ist dein Anwalt. Hallo. Ich habe Ihren Mietvertrag dabei. Ja, super, vielen Dank. Dann können Sie auch gleich meine neue Mitbewohnerin mit kennenlernen. Das ist Ina. Können wir in der Zeit mal kurz unter vier Augen sprechen? Ja, wenn es sein muss. Danke. Was ist denn schon wieder? Sag mal, kriegst du das nicht mit da? Was ja, was denn? Siehst du das nicht? Die kommt hier rein, kennt die Wohnung nicht, findet alles total toll und hip. Ich glaube einfach nur, dass du keinen Bock hast, hier auszuziehen. Nee, darum geht's doch gar nicht. Schau sie dir doch mal an. Ich glaube aber, du kapierst nicht, dass du hier möglichst zügig ausziehen sollst. Das hat damit gar nichts zu tun, aber du wirst schon noch sehen. Ich will einfach nur, dass du deine Sachen nimmst und dann hier möglichst schnell wieder verschwindest. Ja, geh zu ihr, bitte. Ja. Wenn du nicht glaubst. Ich kann ja verstehen, dass Lars genervt ist, weil er jetzt ausziehen muss. Aber nach dem Scheiß, den er abgezogen hat, ist mir das so egal. Und dass er jetzt anfängt, Ina schlecht zu regen, nur weil ich sie mag, das ist echt das Letzte. In den nächsten Tagen unternehmen Elena und Ina sehr viel miteinander und sind bereits nach einer Woche unzertrennliche Freundinnen geworden. Deshalb wird Elena heute auch von ihrer neuen Mitbewohnerin zum Termin mit Anwalt Floristan Gödings begleitet. Ah, hallo, Frau Jeschek. Hallo. Sie. Ja, die Damen heute so ein bisschen im Partnerlook, sehe ich gerade, ja? Ja, stimmt, cool. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Ja, ich würde vielleicht gerne vielleicht nur mit Ihnen reden, wenn Sie kurz draußen Platz nehmen würden. Ich habe ihr eigentlich versprochen, dass ich sie die ganze Zeit unterstützen will. Es dauert ja auch nicht so lang. Ja, wir haben sowieso keine Geheimnisse voreinander, oder, Elena? Nein, mir wäre es auch wirklich recht, wenn Ina hier mit beibleiben würde. Ja gut, dann fange ich also direkt an. Ihr Ehemann hat sich gemeldet. Ey, der Vollhorst, der soll bloß abhauen. Ganz ehrlich, der hat ja schon genug das Herz gebrochen. Ja, also Vollhorst weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er sich gemeldet und hat mich gebeten, ihn auszurichten, dass er noch mal mit Ihnen reden möchte. Er möchte sich mich nicht scheiden lassen. Kann er sich ja voll an. Ich also, bin mir... Ganz im Ernst, also Frau Jeschek, das ist Ihre Entscheidung, nicht Ihre. Ja? Ja, ich bin mir wirklich auch nicht sicher, dass ich ihn überhaupt noch mal sehen möchte. Ja, Sie sehen, aber es geht hier darum, doch eine einvernehmliche Scheidung zu erreichen. Ja? Das heißt, einvernehmlich bedeutet auch, dass man miteinander spricht. Sonst geht das eben nicht. Und Sie können mir glauben, Ihr Mann meint das wirklich ernst. Warte mal ganz kurz. Nein, nee, das ist doch total bescheuert, ja, wenn du jetzt noch mal mit ihm reden sollst. Nö, das passt doch ganz gut. Dann lassen Sie doch einfach rein. Ja, danke schön. Wie sieht denn das aus? Ich meine, wenn er denn wirklich da wäre, würden Sie denn noch mal mit ihm reden? Wenn ich mir sicher sein könnte, dass er es wenigstens ernst meint. Aber das... Nein, verstehst du das nicht? Du darfst nicht mit ihm reden. Ich schwör's dir, Elena, der will dich wieder nur um Finger wickeln. Jedes Mal das Gleiche mit solchen Kerlen. Lass dich bloß nicht um Finger wickeln. Frau Jeschek,
Reden Sie mit Ihrem Mann. Der steht draußen vor der Tür. Was? Nein, das kann ja wohl nicht wahr sein. Was will denn der hier? Was willst du hier? Hau ab, Mann! Verstehst du nicht, dass sie dich Frau nicht mehr Liebig, haben will? Nein, nein! Nein! Es wird hier nicht rumgeschrien. Ey, sie will dich nicht hier mehr wird nicht wieder. In der Kanzlei. Das ist eine höchstpersönliche Angelegenheit zwischen den Ehepaaren. Nicht wahr sein, ey. Das hat nun wirklich Lass, gar nichts ich will dich nicht mehr sehen. Die Ehe ist vorbei. Was glaubt der Typ überhaupt, wer er ist, ja? Der taucht hier auf, versteckt sich in irgendeinem komischen Nebenzimmer, ja, und belauscht uns auch noch. Und der Anwalt wusste von allem Bescheid. Ich finde das unter aller Sau auch vom Anwalt, ja. Ganz ehrlich, Elena, das geht überhaupt nicht. Ja, Ina hat schon recht. Also, Lars hätte mir schon wieder irgendwelche Geschichten erzählt und ich wäre so dumm gewesen und hätte sie geglaubt. Ich kann echt froh sein, dass ich dich hab. Gerne, meine Mama. Nach der Aufregung mit Elenas untreuem Ehemann hat sich Studentin Ina für ihre neue beste Freundin etwas Besonderes überlegt. Sie führt Ina zum Friseur. Und damit trifft sie genau den Geschmack der Zahnarzthelferin. Boah, Lars hat das immer gehasst, wenn er mit mir hier gesessen hat, weil er so lange warten musste. Echt? Ja, ist halt typisch, Mann, ganz ehrlich, ja. Habt ihr was gegen Männer? Nein. Hallo, Elena. Hi. Wie geht's? Den hast du mir mitgebracht. Was kann ich heute für dich tun? Also ich wollte ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das schlimm ist, aber ich wollte gerne genauso aussehen wie sie. Ist das machbar? Ich zeig dir mal meine Haare, die sind ein bisschen dick. Schau mal, geht das? Natürlich. So, ich meine, so wie ich? Das kriegen wir hin. Ja, ist das schlimm für dich? Du bist einfach für mich mein absolutes Styling-Vorbild, weißt du? Und ich finde dich so wunderschön, dass ich die Haare auch gern so hätte. Aber wenn du möchtest, dass ich was anderes mache, ist auch okay, natürlich. Ja, dann nein, mach ruhig. Echt? Vom Styling her passt es doch super. Ja, cool. Ja, cool, dann machen wir das. Ja. Super. Ellen, was möchtest du? Augenbrauen zu kriegen. Augenbrauen? Jennifer, könntest du vielleicht den Augenbrauen? Na klar. Komm mal mit. Super. Also im ersten Moment finde ich das schon ein bisschen komisch, dass Ina die Haare genauso wie ich haben wollte. Aber andererseits, ich war noch nie für irgendwen Inspiration und das ist schon cool. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich mir immer eine Schwester gewünscht. Die 31-Jährige hatte noch nie eine beste Freundin und genießt es deshalb ganz besonders, sich mit ihr verwöhnen zu lassen. Auch wenn es ihr noch etwas fremd ist, dass die 29-jährige Ina ihr unbedingt ähnlich sehen möchte. Ist voll schön, oder? Wir sehen uns echt super ähnlich. Ja, ich find's auch ganz toll. Ich bin super glücklich. Und ich habe noch eine kleine Überraschung dabei. Jetzt pass auf. Ich freue mich so. Und zwar habe ich nämlich auch eine blaue Mütze. Und jetzt pass mal auf. Jetzt sehen wir bestimmt aus. Ja. Schau mal, wie Zwillingsschwestern. Absolut. Ja. Ist das nicht toll? Also ich finde, Elenas Styling ist wirklich der absolute Hammer. Die sieht so klasse aus. Ich bin total froh, dass ich mir die Haare genauso machen konnte wie sie. Ja. Jetzt sehen wir voll gleich aus. Ich bin so glücklich. Oh, es ist alles so toll. Eine Woche später hat die betrogene Ehefrau mit ihrem Noch-Ehemann Lars einen Termin beim Scheidungsanwalt Floristan Gödings. Die Aufteilung von Hausrat und Vermögen steht an. Dieses Mal ist Busenfreundin Ina nicht dabei. Ich möchte das Ganze hier einfach nur möglichst zügig hinter mich bringen. Nicht noch so ein Scheiß mit Rosen. Ja, tut mir doch leid, habe ich dir doch schon gesagt. Und ich wollte dir einfach eine Freude machen. Dass das so ausartet, weiß ich. Wusste ich doch nicht. Ich dachte, da gibt's vielleicht nur eine Chance für uns beide. Es existiert keine Chance mehr. Wieso denn nicht? Liebst du mich gar nicht mehr? War's das? Lieben? Sag mal, kapierst du's nicht? Es geht darum, dass du mit dieser Pussy in unserem... Gott. Mann, ganz ehrlich, Elli, ich hab dir gesagt, wenn ich könnte, dann würde ich das rückgängig machen. Ganz ehrlich, mir tut es doch leid. Und wir gehören doch zusammen. Wenn wir beide wirklich zusammengehören, Lars, dann hättest du diese Scheiße gar nicht erst gemacht. Lass uns einfach anfangen, ganz ehrlich. Brauchen wir auch gar nicht lange rumlamentieren. Ich möchte davon eigentlich auch gar nichts haben. Also, können Sie eigentlich einfach alles geben. Ich will davon nichts haben zu Hause. Kannst du das gefälligst mal ernst nehmen? Tue ich doch. Ja, bloß, das würde mich die ganze Zeit an dich erinnern. Dann hätte ich da einen Fernseher, einen Toaster vielleicht zu Hause und dann würde ich die ganze Zeit an dich denken. Das will ich nicht. Die Sachen haben wir zusammen gekauft und jetzt müssen sie aufgeteilt werden. Mann, Elli, darum geht's doch. Wir haben hier zusammen gekauft, ja? Das sind Sachen, die für uns gewesen sind und dann habe ich das zu Hause. Nee, darauf habe ich überhaupt gar keinen Bock.
Ganz ehrlich. Also, wenn ich mich mal ganz kurz einmischen darf, ich merke hier gerade, Herr Jeschik, dass es für Sie natürlich schon emotional noch sehr viel ist. Und Sie kriegen das eigentlich... Das ist doch normal. Ihr Mann kriegt das eigentlich gerade gar nicht auf der Kette. Ich habe eher so das Gefühl, dass Sie zwei sich noch eigentlich mal so richtig aussprechen müssten. Wollen Sie denn nicht noch mal miteinander reden? Frau Jeschik, was sagen Sie denn dazu? Ich werde es mir durch den Kopf gehen lassen. Das würde ich Sie auch bitten, denn es ist nun wirklich auch so, dass wir hier eine faire und einvernehmliche Scheidung haben wollen. Natürlich liebe ich Lars noch. Man vergisst ja nicht von heute auf morgen seine große Liebe. Aber wie soll ich ihm mir wieder vertrauen? Ich meine, ich werde ständig denken, dass er mich betrügt, wenn er zu spät nach Hause kommt. Ich weiß wirklich nicht, ob es das wert ist. Zu Hause gehen der Berlinerin Lars Worte nicht mehr aus dem Kopf. Sie weiß, dass er sie noch liebt, aber sie weiß nicht, ob sie ihm noch vertrauen kann und ihm eine Chance geben soll. Ihre Gedanken werden von Mitbewohnerin Ina unterbrochen. Hey Schnecke, wie war's denn beim Anwalt? Kann das sein, dass du mein T-Shirt anhast? Nein, das habe ich mir heute gekauft. Hast du das auch? Ich habe genau das Gleiche. Das ist ja krass, dass wir das Gleiche haben. Ich wusste das nicht. Okay. Elena schaut sofort in ihrer Wäsche nach. Tatsächlich hat Ina das gleiche T-Shirt. Ich habe es wirklich nicht gewusst, dass du das auch hast. Ey, weißt du, was das heißt? Mann, Elena, wir sind nicht nur Freundinnen, wir sind sogar Seelenverwandte. Ja, das habe ich von Lars auch mal gedacht. Oh nee, was ist denn? Es war hart, ihn wieder zu sehen, oder? Er will sich immer noch versöhnen. Bitte was? Nein, niemals. Ich glaube, wo der spinnt ein bisschen. Ich überlege ernsthaft, ob ich ihm noch eine Chance geben soll. Du willst ihm noch eine Chance geben? Für was? Der hat auf dem Bett hier mit einer anderen gepoppt. Ist das dein Ernst? Nein, nein. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ina, ich liebe ihn immer noch. Dann musst du dich entlieben. Ganz einfach. Anders geht's nicht, Elena. Du kennst ihn überhaupt gar nicht wirklich. Pass mal auf, ja? Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass du dumm bist. Du bist dumm, dumm, dumm! Ey, Ina, jetzt hör mal auf. Was machst du mich denn so an? Ich hab gedacht, wir sind Freundinnen. Scheiße, Mann, wir sind Freundinnen. Es tut mir leid. Ich sehe halt nur, wie du leidest. Und ich möchte nicht, dass er dir wieder wehtut. Ja, das weiß ich ja. Und außerdem, wenn der jetzt hier wieder einzieht, was ist mit mir? Dann wirfst du mich auf die Straße. Ina, ich würde dich niemals auf die Straße setzen. Wir sind doch Freundinnen. Also Elena darf sich auf gar keinen Fall wieder mit diesem Lars treffen, ja? Der hat dir einmal wehgetan, der wird's wieder und wieder machen. Ich kenne ganz genau solche Kerle. Keine Ahnung, vielleicht können die auch nichts dafür. Aber das Einzigste, was du da machen kannst, ist weglaufen. Vier Tage später hat sich das doppelte Lottchen wieder versöhnt. Elena und Ina verbringen jetzt noch mehr Zeit miteinander. Deshalb begleitet Ina ihre beste Freundin heute auch zur Besprechung wegen der Scheidungskosten mit Anwalt Floristan Gödings und will ihr nicht von der Seite weichen. Hallo, hallo. Frau Jeschek, hallo. Hallo, Frau Liebig. Hallo. Ja, ich müsste doch heute doch wirklich ganz allein mit Ihnen sprechen. Ich brauche auf eine Cola. Schön, dass Sie mir ins Wort fallen. Ich würde vielleicht dann doch vielleicht die Gelegenheit nutzen, um klarzustellen, dass ich wirklich alleine mit meiner Mandantin reden müsste. Aber ich meine, wir sind beste Freundin, sie wird es mir doch eh erzählen. Da kann ich auch gleich hier bleiben. Ja, sehen Sie, es geht um Geld und das ist nun eine private Sache. Machen wir es doch einfach so. Ich berede mich mit meiner Mandantin und wenn sie nachher das Bedürfnis hat, Ihnen alles mitzuteilen, dann kann sie das ja tun. Es dauert ja auch nicht lang. Ina, ich erzähle dir nachher alles, okay? Ja, so. Okay, wenn es sein muss. Was willst du nur trinken? Ich nehme Latte mit vier Schaum. Okay, alles klar. Bitte. So, das habe ich immer aufgestellt hier, das ist die Kostenübersicht, die ich Ihnen geben wollte. Ja, Sie verstehen sich wohl ganz gut mit Ihrer neuen Mitbewohnerin, nicht wahr? Ja, sehr. Wir sind richtig eng befreundet mittlerweile. Hm. Aber ich habe das Gefühl, dass Sie mich nicht so mögen. Naja, das will ich so nicht sagen, aber es ist schon etwas merkwürdig, finden Sie nicht? Ich meine, die zieht sich genauso an wie Sie, die hat die gleiche Frisur wie Sie. Also alles in allem vielleicht etwas übertrieben an der Stelle, aber mehr will ich ja nicht gesagt haben. Also ich finde das nicht so schlimm und Ina freut sich, wenn sie meinen Stil kopiert. Außerdem finde ich das ziemlich witzig, wenn uns die Leute verwechseln und für Schwestern halten. Ah, okay. Gut, wenn Sie das so sehen, ja. Ja, Sie können ja ruhig mal durchblättern durch die Kostenübersicht. Ich weiß echt nicht, was ich noch machen muss, ja, damit ich Elena vor Lars schützen kann. Jedes Mal, wenn die kurz davor ist, dass du den vergisst, ja, dann kommt dieser Anwalt und der macht es noch schlimmer. Was soll ich denn tun? Keine Ahnung. Hier ist hier die Kostenübersicht, dann müssen Sie auch sehen, da hinten sind da die Zahlen. Bitte meine Maus. Doch, danke. Keine Cola? Nee, doch nicht. Darf ich jetzt?
Tja, haben Sie noch Fragen zu der Kostenübersicht oder wollen Sie es erstmal mit nach Hause nehmen und dann da schauen? Ich würde die sehr gerne mitnehmen und um die Lars zu zeigen. Bitte was, Lars? Ja, wir treffen uns morgen. Sag mal, für was denn? Was soll denn das überhaupt? Ja? Einmal Fremdgeher, immer Fremdgeher. Du spinnst doch wohl. Ina, ich muss dem Ganzen wenigstens eine Chance geben und in Ruhe mit Ihnen darüber reden. Nee, ich finde das richtig scheiße, ganz ehrlich. Was soll denn das? Es hat überhaupt keinen Sinn, mit dem zu reden. Ina, das ist meine Entscheidung und nicht deine. Ja, wenn du meinst. Ja, also ich muss auch sagen, dass ich das für eine sehr gute Entscheidung halte, nochmal mit Ihrem Mann zu sprechen. Ich meine, immerhin, eine Ehe gibt man ja nicht einfach so auf. Also ich finde das Verhalten von der Frau Liebi schon sehr merkwürdig. Die scheint sich schon fast wie ein Chamäleon an meine Mandantin anzupassen. Ich habe da wirklich ein ungutes Gefühl bei der Sache. So ungut, dass ich auch einen Background-Check machen lassen werde, weil irgendwas stimmt da nicht. Ina merkt, dass Elena mit ihrem Mann noch lange nicht abgeschlossen hat. Aus Angst, ihre beste Freundin wieder an Lars zu verlieren, überlegt die Studentin auf dem Nachhauseweg fieberhaft, wie sie das Date zwischen den Eheleuten verhindern kann. Und dann hat sie eine teuflische Idee. Ich lasse mir jetzt erstmal ein Bad ein und entspanne mich. Klar, du, ich wollte mir Tee machen. Willst du auch einen? Ja, mach mir mal einen mit. Kriegst du. Ina sabotiert Elenas Verabredung mit Lars. Ich komme morgen nicht. Weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Heimlich schickt sie mit Elenas Handy eine Absage an Lars. Aber so einfach geht ihr Plan nicht auf. Denn der leidenschaftliche Koch lässt sich so leicht nicht abwimmeln. Bitte, Elena, komm morgen. Lass uns reden. Ich liebe dich. Ist klar. Der die noch liebt. So, zack, Kille. Hey, ich wollte euch eigentlich fragen, ob du mein Buch gesehen hast. Lars hat gerade angerufen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so schlimm ist. Ich bin gerade drangegangen, der wollte dir absagen. Sorry. Der hat mir abgesagt? Mhm. Ey, Ina, warum macht er denn sowas? Ich weiß es nicht. Ich habe dir gleich gesagt, dass es ein Arsch ist. Guck mal, ich habe mir gedacht, Scheiß auf Tee. Wein ist eh viel besser, oder? Ja. Beruhigt wenigstens den Nerven ein bisschen mehr. Danke. Gern. Ich verstehe das einfach nicht. Ich meine, Lars wollte sich mit mir treffen und nicht ich mich mit ihm. Das ist nicht mehr der Lars, den ich kenne. Das ist auch egal, weil jetzt ist es vorbei. Endgültig vorbei.